Die Rad-WM in Zürich sorgt für mehr Ärger als Freude. Es geht einfach mit weit über einer Woche viel zu lange. Die Einschränkungen für die Werktätigen sind unzumutbar. Das Verteilen von 66 Goldmedaillen ist inflationär und killt das Interesse. Ich muss aufpassen, dass nicht auch noch mir eine Goldmedaille umgehängt wird. Am Schluss, auch das Umland von Zürich ist massiv betroffen. Niemand versteht, warum man eine solche Rad-WM ins Ballungszentrum legt. Natürlich stecken rot-grüne Unerziehungsideologen zum Velo dahinter. Die Stadtregierung namentlich und auch der Kanton, wobei in den Amtsstuben offenbar wenig Verständnis darüber herrscht, dass die Menschen auch arbeiten müssen. Eine vorausgesagte Zuschauerzahl von über 800.000 möchte ich dann zuerst einmal nachgezählt sehen. Da hat man zu Beginn massiv übertrieben. Im Tagesanzeigen lese ich, dass in Meilen ein Bauer seinen Unmut mit einem Schriftzug auf Heuballen kundgetan hat. Seine Scheune mit dem Futter für die Tiere ist durch die Rennstrecke abgeschnitten. Unglaublich, und dann passen Sie auf, dass nicht auch Sie noch in diesen skurrilen Medaillensegen einbezogen werden. Fürchterlich, und den Ausdruck auch jenes Malaise, das unsere heutige Zeit besonders kennzeichnet, ist nichts Neues unter der Sonne, dass eben die Behörden die Bürger sprichwörtlich überfahren. Diesmal mit einer Velo-WM. Die Behörden abgehoben, ignorieren die Interessen, die Lebenswirklichkeit der Leute, die eben arbeiten müssen, die nicht von der Arbeit anderer leben, durch Steuergelder. Und ja, das ist eben diese Fallhöhe, die jetzt an der Velo-WM in Zürich zelebriert wird, zum Unbehagen.